Mahlzeit, ihr Schlawiner. Knochen hier. Knochen? Hab ich Knochen gesagt oder Knochen? Ich weiß gerade selbst nicht, was ich gesagt habe. Servus, heute fahre ich den LVT A1. Reservepanzer bei den Amerikanern, Battle Rating 1. Amphibienpanzer, upsala. Ich wollte springen, wieso habe ich jetzt Springtaste gedrückt? Ich habe gerade noch ein anderes Spiel gespielt. Ja, Battle Rating 1, 15,6 Tonnen, mein Gott, ich muss langsam mal reden. 15,6 Tonnen. Damit ist er immerhin fast doppelt so schwer wie der T-60, von dem ich gestern ein Video gemacht habe, bei den Russen. Wie gesagt, ist ein Reservefahrzeug. Wir haben 3,7 cm Geschütz und ein obligatorisches Maschinengewehr. Ich habe hier irgendwie ein bisschen. Was ist das denn? Grafikbugs oder was ist das? Na, der Patch ist ja noch nicht so alt. Also, ich habe eben gerade ein recht gutes Gefecht gehabt. Mit 6 Abschüssen und keinem Verlust. Ich habe vorher mal das Replay gespeichert. Wer weiß, wie es hier ausgehen wird. Ich weiß gar nicht genau, wo ich hin will. Ich kurve hier einfach durch die Gegend. Ich glaube, ich fahre mal hinter diesem Felsmassiv hier. Hinter das Felsmassiv. Hoffe, dass ich hier was sehe. Eben gerade fertig modifiziert, die Karre. Ich finde die super hässlich. Ich kann auch nicht sagen, ob er wirklich schwimmt, weil ich war noch gar nicht im Wasser. Ich bin zwar durch Pfützchen gefahren, aber das ist natürlich nicht aussagekräftig. Und was mir aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, anhand, immer wenn ich schieße, das klingt so matschig, so psch, psch. Das klingt für mich nicht so wirklich, als wäre da Kraft hinter. Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Ich achte viel auf den Sound und je nachdem, wie der Sound ist, da gehe ich auch davon aus, dann, dass entweder kräftiger ist oder eben nicht so kräftig. So, irgendwo ist ein Flak. Ich will jetzt gar nicht rüberfahren, wieso steht er denn hier rum, weil er die Flak sieht, wahrscheinlich. Wo ist das Ding? Ich werde es mal ein bisschen bearbeiten hier. Wurde wohl abgeschossen, denke ich mal. Ich war jetzt vor. Ne, ist noch da. Wow. Ach, den Typen hatte ich eben schon. Wo Leute gleich meinten, oh, Cheater, 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 Cheater. Ich glaube, der hat 11 Kills gehabt oder so. War schon ein bisschen komisch. Auch mit genau dieser Karre. Das fängt an, so wie gestern. Genauso fängt das an. Der Typ steht da einfach wieder, wo man nur 20 Sekunden im Match ist und schon ist man verreckt. Aber okay, er ist jetzt weg. Jetzt muss ich auch zusehen, dass ich am Leben bleibe. Und ich sehe ihn noch und wollte eigentlich gerade feuern, ne? Ey, was ist das denn? Man konnte doch sonst auch diese Ruinen hier wegfahren, umfahren. Komisch natürlich auch, dass er meine Artillerie überlegt hat. Jetzt muss mal was gekappt werden hier. So, ich hoffe, der stirbt ab. Kriege ich schon mal einen Kill dann? Hier einfach weiter rumgucken. Irgendwo ist er gerade gegengerammt. Aha, also das bisschen, was ich da an Schaden gemacht habe, hat nicht gereicht. Es fällt jetzt mäßig wendig, aber gut, das sind ja die Rang 1 Panzer hier eigentlich ziemlich alle. Mir ist jedenfalls noch keiner aufgefallen, der wirklich langsam ist. Muna War. Erinnert mich an Manowar. So, jetzt stehe ich hier dumm rum. Ich will eigentlich nicht schon wieder reinfahren. Okay, da sind ein paar Atzen am Cappen. Also schmeiße ich jetzt keine Artillerie. Schon wieder derselbe Typ. Oh ja, ich habe gerade einen Plakpanzer gesehen. Und hüpf hier durch die Gegend. Das wird wahrscheinlich nicht so eine fetzige Runde jetzt. Ich bin auch nicht so ein Freund von urbanen Karten, aber das glaube ich, das habe ich schon mal erwähnt irgendwie, weil ich weiß nicht, ich hasse das. Ich hasse diese ganzen Versteckmöglichkeiten der Gegner. Also die sie hier haben. Die haben wir natürlich auch, aber ich weiß nicht. Behagt mir einfach nicht so, wenn ich das mal so vornehm ausdrücken darf.
So, dann wird mal ein bisschen aufräumen hier. Wupp. Oh, gestern, die 60 war schlimm. Da hätte ich so eine Mauer gar nicht wegfahren, umfahren können hier, echt. Das war ja richtig mies. So, offensichtlich ist hier gerade nicht viel los. Wie kann man das wegschießen? Und irgendwie gammeln wir jetzt alle hier rum. Hat natürlich den Vorteil, wir sind hier jetzt wie eine Bastion. Der Nachteil ist natürlich, dass wenn hier Artillerie runterkommt, jo, geht das ab. Ja, ein schöner Granatentrichter gerade gewesen da. Ja. Die LKWs wegfahren hier. Jo. Das ist so wie Monster Truck fahren, echt. Scheiße. 35. Ah! Aber die Wand ist noch da, was ist das denn? Was? Kacke Chaika. Jetzt hatte ich fast zum Kackstift in der Hose. Aber ich gehe davon aus, dass er gerade schon seine Raketen abgeschossen hatte. Wow. So, hier ist gleich noch irgendwo einer. Ich glaube, der muss mal ein bisschen aufgeweckt werden. Vielleicht reicht ja die Artillerie. Ist auch gleichzeitig ein guter Indikator, weil hier dann weiß ich ja, wo er ist. Ich kann auch in die Luft. Aber jetzt stehe ich hier sicher. Also sicher, wie man wahrscheinlich stehen kann hier. So ein Riesenschiff. Das will ich aber auch mal in die Luft hier. Komm. Stuka! So, blöderweise war der Typ schon weg, bevor meine Bombe ihn dahin raffen konnte. Da M13. Hopp. Der andere Typ ist auch abgestürzt. What? Oh. Gekappt hier. Alter, wie komme ich hier raus jetzt? Ich habe mich so beschissen. Das gibt's doch nicht. Komm, fahr mal rückwärts, ey. Ist das scheißegal jetzt. Wo ist dieser Typ? Der muss ja direkt in meinem Gesicht sein, eigentlich. In die falsche Richtung. Ah, Alter, wo ist denn der? Ist er noch da? Nee, der ist nicht mehr da. Okay, werden wir schnell recappen hier. Mit den Boys. Oh oh. Das ist natürlich scheiße. Kleiner Schwanzlutzer. Ah. Oh, wieder so eine frustrierende Sache. Aber das ist halt so, einer muss sich nur wirklich, ein kleiner Cocksucker muss sich eigentlich nur irgendwo positionieren und so ist ja das Spiel. Und schießt sich weg. Und jetzt habe ich hier diese Krücke, ey, echt, wie sie hasse. Also ganz im Ernst, für urbane Karten, ich habe auch niemanden gesehen, der wirklich gut war in, also auf urbanen Karten mit dieser, mit diesem Teil, mit LVT. Bisher zumindest. Ich meine, es gibt immer Ausnahmen. Ich glaube, die Majorität, ja, der Spieler ist nicht sonderlich gut damit. Weil es fehlt einfach die ausreichende Schusskraft. Und wie gesagt, das Ding ist auch einfach zu groß und zu klobig. Ich hoffe, ich sehe ihn jetzt noch. Wir haben einen Kill. Eine Kill. Nun, man kann nicht alles haben.
natürlich kein Vergleich hier, wenn man gerade so schnell durch die Botanik pest hier. So, ich werde mal außen rumfahren. Ist natürlich ärgerlich, weil ich gerade cappen wollte. Hätte mir auch mal Punkte gebracht. Wäre ein bisschen besser dagestanden. Oh ja, da ist noch einer. Ich werde nicht in die Luft gehen, denn der Kollege braucht keine Unterstützung. Das könnte dieses Panzerding sein. A1 und da haben wir auch noch irgendwas. Okay, M3 ist glaube ich weg jetzt. Jetzt dachte ich mir, bist du clever, fährst du außen rum und jetzt ist der Typ genau da, das ist der Chef von Sega gewesen. Ich werde jetzt eigentlich hier wohl für den Rest des Matches, also die 1-2 Minuten, die es hier noch dauert, ein bisschen Patrouille fahren. Jetzt feindlich jemand alle Fahrzeuge verloren, dann sitzt doch keine 2 Minuten mehr und ich würde sagen, ich mache noch eine Runde. Bis gleich! Guti, jetzt sind wir in Finnland, auf Finnland würde ich sagen, auf der Finnland-Karte oder in Finnland selber. Wo fahre ich hin? Ich weiß es nicht. Hier sollte es eigentlich besser laufen, hoffe ich jedenfalls. A oder B? Das ist hier die Frage. A oder C? Obwohl, ich kenne C. Ich weiß, wie es von da dann aussieht. Guck mal hier, mein Kollege. Unser Fetten. Jupp, danke. Ich überlege, ob ich ihm folge. Manchmal hilft das ja was. Aber jetzt gerade sieht es eigentlich nicht so aus. Wieso? Bleib doch nicht stehen, Mann! Das irritiert mich voll. Jetzt denkt er sich, okay, dass die wie Heinz diesmal vorfahren. Mit meinem kleinen Gurkenpanzer hier. Ich glaube, wir wissen gar nicht genau, was wir machen wollen hier. Ja, ja, fahr ich halt selber vor. Echt, das ist ja nicht zu krassen. Ne? Alter, teilweise sind diese Funksprüche dermaßen dämlich. Okay. Crit! Hey, wo willst du hin, Mann? Der wird wohl irgendwo hinterstehen. Oh, Glück gehabt. Hier ist nochmal was. Wenn die mal alle wegfahren, ist das scheiße. Der Typ neben mir. Ich gehe davon aus, weil er noch brennt. Ja, weil er gar kein Feuerlöscher. Wupp! Nächstes Ziel, das ist richtig, geh auch in die Luft. Guck drauf. Ey, haut's einen nach dem anderen weg. Kill ist Kill, oder? Scheiß Mann. Ja, ich sehe sie alle. Okay.
Also hier kam ich jetzt nicht weg. Der schießt auch irgendwie ins Nichts, ne? Aber ich hoffe, er kann nicht mehr fahren, Mann. Arschloch. Und der Kleine hier. Okay, ich fahre ein bisschen vor, damit er sich auch verstecken kann hier. Er ist zu viel, da kommt ja keiner nach vorne da. Aber wenn man natürlich Punkte sammeln will, ist das hier ziemlich gut. Digga! Mach so eine Scheiße nicht mit mich. Puh. Er könnte ja vorrasen. Und sich hinter dem nächsten verstecken da, aber... Ich bin ja ziemlich blöd. Oh, Bombe. Abschusshilfe, immerhin. Welches ist weg? Okay, ich werde es wagen. Also sehen tue ich nichts. Aber ich sehe auf der anderen Seite noch jemanden. Artillerie ist frei. Ich muss es versuchen. Oh, ich treffe da. Kein Durchschlag. Wahrscheinlich überpenetriert. Ich will mich auch von dem jetzt nicht ins Visier nehmen lassen hier. Okay, ich habe den MG-Schützen getroffen. Das Blöde ist, ich sehe eigentlich nur seinen Namen. Ich sehe da gar nichts. Kein... Gut, Trefferindikator. Aber ich werde hier kämpfen. Ich will nämlich darüber. Ich will zu A. Das irritiert mich voll, dass ich den hier sehe und den eigentlich doch nicht sehe. Aber einer bewegt sich gerade nach vorne. Ich würde sagen, scheiß drauf. Ich will mich auch nicht wegballern lassen von dem Vogel hier. Scheiße, ich sehe ihn natürlich nicht. Jetzt sehe ihn ja. Ist der raus? Nee, der ist noch nicht raus. Verrecker, Mann! Scheiße, wo war der? Hab ich mir die Koordinaten nicht gemerkt. Okay, ein Kollege fährt vor. Der ist weg! Oder wurde zumindest getroffen. Ich kann hier nicht hinten lang fahren. Der Umweg ist zu groß. Ich muss schon versuchen, alles im Auge zu behalten. Ich werde... Whoop! Okay. Ja, geh in die Luft. Warum nicht? Ich denke, ich bin hier sicher. Hier so halbwegs jedenfalls. Mal vielleicht ein bisschen vorfahren. Ah, komm her mit deiner scheiß Jacke. Ich bin anderweitig beschäftigt. Echt jetzt? Ja, Ziel. Er hat mich getroffen. Ich werde raus hier.
Ich meine, Panzer noch? Grad, noch habe ich ihn. Noch. Du kleiner Ficker. Kommt der nochmal vor? Ich denke nicht. Jetzt trau dich doch mal. Steht blöd hier, so sollte ich nicht stehen bleiben. Oh ja, ich habe den anderen auch noch gesehen. Ist auch blöd, weil mit der Seite sollte ich mich auch nicht zu denen drehen, weil da sind schon Sachen defekt, beziehungsweise der Kommandant und dergleichen verwundet. Wir halten A, aber da haben wir nicht viel von. Mal das hier, die Pisse. Und ich werde das mal reparieren. Ich meine, gut. Wir kämpfen hart, wir kämpfen, oh, wir kämpfen zäh, wollte ich gerade sagen. Ich sehe den nicht, ich weiß nicht, wo der steht da. Ich fahre eigentlich nur ins Nichts rein. Mein Gott, wie oft soll ich ihn noch reparieren? Das hat's gebracht. Willst du nehmen? Wolltest du nicht mal? Holst du ihn? Okay, das war ein bisschen daneben, aber scheißegal jetzt. Er wird sie abgeworfen haben, ich werde gleich weg sein, bin ich mir ziemlich sicher. Stirbt er nochmal oder was? Ich brenne ab. Yep. Gehen wir davon aus, er hat das manuell gemacht. Aber immerhin habe ich repariert. Mir geht's gut. Scheiße, die hier recappen. Fuck you. Wie mir die Kette da hängt. Oh, was? Okay. Ich komme nicht weg, nur die Gleiskette wird repariert. Und die Bombe wird mich, glaube ich, zerfetzen. Glück gehabt, ey, was ich nicht alles aushalte hier. Das ist doch nicht normal. Aber ich glaube, lang wird es nicht mehr laufen. Oh, leck mich doch mal. Das sehe ich. Ja, dein Kommandant auch. Was hältst du denn davon, kleiner Arsch? Gut so. Gut mal, Artillerie. Fucker. Die beste Staffel. Schade. Ich meine, eigentlich was besseres Match. Rein vom kämpferischen her war es eigentlich ein super Match. Dass wir natürlich ohne einen einzigen Cap-Punkt rausgegangen sind, ist natürlich jetzt frustrierend. Aber man sieht, ich habe mich ganz gut geschlagen. Ich kann da nicht meckern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ohne das Fahrzeug zu verlieren. Wenn man guckt, ich bin der Einzige, abgesehen von Mutness hier, der kein Fahrzeug verloren hat. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, ich weiß nicht. Ich bin zwiegespalten bei diesem Fahrzeug hier. Also, ich finde, bei manchen Karten ist das Ding Schrott. Das ist
absolut obsolet, da kriegt das überhaupt nichts hin und damit kann man auch nichts reißen dann. Dann gibt es wieder so 50-50 Karten. Also da kommt es aber darauf an, wo man sich dann gerade hinbewegt und wo man sich befindet. Und dann gibt es Karten, da ist das schon ziemlich gut. Also offenes Gelände finde ich den gut, wo halt nur ein paar Hügel sind, wo man sich dann halt dahinter versteckt, kurz vorfährt, puff und wieder zurück. Ist bisher so meine Erfahrung. Andere haben da wahrscheinlich ganz andere Erfahrungen gemacht und einige finden das Ding nur zu kotzen und haben es wahrscheinlich nur geskillt durch in die Luft gehen, weil sie gar keinen Bock drauf hatten, wirklich damit zu fahren. Ich sag mal so, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Zocken, haut rein, ciao, ciao!